Eine Sache, die ich gerade in den letzten Monaten immer und immer wieder nach verschiedenen Filmen gehört habe, ganz besonders nach Sachen schon wie Eternals, aber auch Multiverse of Madness und jetzt zuletzt bei Thor Love and Thunder oder Miss Marvel, ist, dass das MCU nicht mehr so reinböllert, wie das früher mal der Fall war. Es ist nicht mehr so gut wie früher, sagen viele Fans. Doch ist es wirklich das oder hat es ein bisschen was anderes mit der Struktur zu tun, wie früher die Filme aufgebaut wurden und wie sie heute aufgebaut wurden, als Kontrast miteinander und natürlich mit der Menge? Das möchte ich heute einmal mit euch durchgehen, was meine Gedanken dazu sind. Damit herzlich willkommen bei einem neuen Video auf Nerd Factory. Mein Name ist Luke, das hier ist ein Kanal rund um Nerd-Stuff, Marvel, Star Wars, alles Mögliche. Wenn ihr also Bock habt und das jetzt vielleicht zum ersten Mal seht oder schon mal gesehen habt, aber noch nicht abonniert habt, dann abonniert doch jetzt diesen Kanal. Und wenn ihr eh da unten seid, schreibt doch mal in die Kommentare, boah, ey, krass, ich wünsche, es gäbe ein Cinematic Universe von Nerd Factory. Spoiler, es gibt es und ich habe ja gerade den neuen Kanal Print Factory abonniert, der neue 3D-Druckkanal ist, der zu Nerd Factory gehört, wo 3D-Sachen gedruckt werden, wie zum Beispiel eine God-Butcher-Büste. Cool. Und wenn ihr dieses Cinematic Universe unterstützen wollt, dann könnt ihr das am allerbesten tun, indem ihr, wie gesagt, liked, abonniert, das Video teilt, aber eben auch, wenn ihr ein bisschen mehr machen wollt, auf Patreon vorbeischaut, denn unsere wundervollen Patreons, die hier gerade durchlaufen, supporten das alles hier, die Miete vom Studio, die Technik, mein Leben, dass ich mir Essen kaufen kann und das von den Cuttern und von Dominique, der die Texte schreibt und so weiter und so fort. Ganz besonders möchte ich mich heute mal bei Larissa Thalheimer bedanken und die weiß mich vielleicht noch gar nicht von ihrem Glück, dass sie Supporterin von diesem Channel ist. Larissa, dein Freund, der hat mir geschrieben, du magst den Kanal ganz doll gerne und hat deswegen Support in deinem Namen für uns dagelassen. Also sehr, sehr großen Dank an deinen Freund und an dich natürlich für das tolle Zuschauen immer und das Fansein. Und wenn ihr auch einen Shoutout haben wollt, dann geht auf Patreon, sucht euch den Perk aus, wo ihr das bekommen könnt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Larissa den überhaupt gewählt hat, aber ich fand die Geschichte so süß. Und dann bekommt ihr einen kleinen Shoutout hier, entweder über das oder so. Ne? Und so. Aber genug davon, das ist jetzt geklärt, gehen wir rein in das Video. Warum haut das MCU nicht mehr so auf den Deckel, wie das vielleicht noch in Phase 1, 2 und 3 der Fall war? Nun, MCU Phase 4 ist tatsächlich im Kontrast zu den anderen Phasen eine ganz besondere Sache. Jetzt gerade mit dem Ende von Miss Marvel haben wir die 100 Stunden geknackt. Das heißt, das MCU komplett zu schauen, dauert 100 Stunden. Und jetzt fragen sich von euch vielleicht welche so, wie funktioniert das denn? Agents of S.H.I.E.L.D. und die ganzen Serien sind ja alle viel länger. Das stimmt, aber die gehören nicht zum MCU. Noch nicht. Es kann sein, dass sie nachträglich, zumindest einzelne Charaktere, hier noch eingebaut werden. Wir wissen zum Beispiel, dass Daredevil Staffel 4 jetzt zum MCU dazuzählen wird. Wir wissen allerdings noch nicht, in welchem Ausmaß. Ob es wirklich eine Fortsetzung der dritten Staffel ist, mit den gleichen Charakteren, oder ob es Variants sind, oder ob diese Variants aus einem anderen Universum in dieses Universum geschmissen werden, das ist uns noch nicht klar. Ich habe da so meine Theorien, wie das so weitergeht und wie auch tatsächlich die Phase 4 jetzt immer mehr miteinander verknüpft wird, aber das vielleicht später in diesem Video nochmal. Der eigentliche Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist, dass die Phase 4 einen großen, großen Teil von diesen 100 Stunden einnimmt. Denn natürlich sind die Serien wie WandaVision, Loki, Miss Marvel, Moon Knight, Hawkeye und jetzt bald She-Hulk ein sehr großer Teil, was die Spieldauer dieser Dinge angeht. Und die Leute von Marvel sagen es immer wieder, es sind essentiell eher 6 Stunden Filme statt wirkliche einzelne Serienfolgen, was so ein Problem an sich mit dem Storytelling selbst sein könnte und vielleicht noch geändert wird, aber essentiell ist es die gleiche Geschichte, wie in einem Film erzählt wurde, nur eben in die Länge gezogen, beziehungsweise mehr ausgebaut. Je nachdem, welche Serie man sich anguckt und wie sehr man sie mochte, kann man das eine oder das andere dazu sagen. Aber der Punkt an sich ist, dass wir jetzt natürlich sehr, sehr viel Content bekommen haben in Phase 4 im Vergleich eben zu den einzelnen Phasen vorher und noch trotzdem nicht das Gefühl haben, dass diese ganzen Content-Pieces irgendwie miteinander verknüpft. Das Kernproblem dabei ist, dass wir jetzt zum Beispiel in Phase 1 Iron Man 1 hatten, der am Ende definitiv in Avengers hineinläuft. Nur über die Post-Credit-Scene. Das gleiche mit Captain America. Post-Credit-Scene ist eine Avengers-Referenz. Thor, Post-Credit-Scene ist eine Avengers-Referenz. Und so weiter und so fort. Alle diese Projekte in der ersten Phase liefen in der Post-Credit-Scene einzig und allein, nicht im Film, auf die Avengers hin.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wir haben so das Gefühl, ja, die Filme sind alle miteinander verknüpft, aber die Filme waren nur miteinander verknüpft, weil die Post-Credit-Scenes das getan haben und weil wir wussten, dass das alles die Kernelemente der Avengers sind und dass ein Avengers-Film sehr wahrscheinlich ist, noch bevor er angekündigt wurde. Und dann wurde er angekündigt und wir wussten, ah, das nächste, was kommt, ist ein Avengers-Film und jeder Film, der kommt, ist ein Puzzlestück in diesem ganzen Ding. Deswegen fühlte es sich für uns automatisch mehr verknüpft an, wie ein verknüpftes Universum. Unterm Strich sind die Filme an sich aber nicht miteinander so sehr verknüpft. Natürlich gibt es Easter Eggs, da ist in Iron Man 2 mal irgendwo ein Captain America-Schild oder im Hintergrund läuft Hulk durch die Gegend am Fernseher, also nicht am Fernseher, im Fernseher. Das sind natürlich alles auch Verknüpfungen, die da sind, aber storytechnisch sind diese verschiedenen Filme nicht unbedingt instant miteinander verknüpft worden. Das wurde später dann etwas mehr, aber tatsächlich auch nicht so sehr. Wir hatten dann in Guardians of the Galaxy 2014 das erste Mal die Infinity Stones wirklich erwähnt. Thor the Dark World hatte dann einen und der Collector wurde dann hier gezeigt, der dann eben in Guardians of the Galaxy wieder auftaucht. Und dasselbe haben wir auch dann mit Thanos, der in den Post-Credit-Scenes nach Avengers immer wieder aufgetaucht ist. Die große Verknüpfung war uns dann klar. Die Comic-Cons und die Disney-Präsentation wurden uns gezeigt und uns wurde gesagt, Infinity War Part 1 und Infinity War Part 2, wie es damals noch hieß, kommen raus. Avengers Age of Ultron kommt raus. Captain America Civil War kommt raus. Und da wir wussten oder eben uns informieren konnten, was das in den Comics für Storylines sind, wussten wir, in welche Richtung es geht. Das heißt, jeder Fitzel in den verschiedenen Phasen, der irgendwie in diese Richtung ging, war für uns ein Puzzleteil des großen Ganzen. Es gibt einige Helden, auf deren Rückkehr hofft man und wartet und endlich, genau heute ist der Zeitpunkt endlich nämlich gekommen. Das Warten hat ein Ende. Der Performance-Booster Black Assassin von Just Legends ist endlich wieder da, aber nicht nur das. Die Legende Hachiru hat außerdem noch schicken Merch mitgebracht. Über den ersten Link in der Beschreibung oder im angepinnten Kommentar geht's direkt zum Shop. Wer das Produkt nicht kennt, Black Assassin schmeckt nach Brombeere und boostet deinen Fokus mit 100% natürlichen Koffein. 8 Gramm Pulver auf 500 Milliliter Wasser, bisschen shaken, fertig, los. Hierauf gilt übrigens auch, bis auf die Probierpakete, mein Code NERD, mit dem ihr sparen könnt. Bei Merch könnt ihr zwischen dem Shirt aus 100% Bio, Baumwolle in Männer- oder Frauenvariante und dem Hoodie wählen oder einfach beides. Besonders cool, der Merch wird nach Bestellung erst produziert, ist also sehr nachhaltig und hier liegt nicht irgendwo was rum. Habt ihr Merch und Booster im Warenkorb, gibt's 5 Euro Rabatt eben darauf. Wichtig, mein Code gilt dabei dann aber leider nicht. Wenn ihr was vom Merch kauft, dann taggt mich sehr gerne, wenn ihr es bekommen habt und Just Legends auch, auf Instagram und verwendet Hashtag Team Just Legends dafür. Sollte Black Assassin nicht nach eurem Geschmack sein, solltet ihr trotzdem mal den ersten Link in der Videobeschreibung auschecken. Die Auswahl bei Just Legends ist nämlich riesig und wird ständig um Community-Wünsche erweitert. Und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Video. Jetzt haben wir so unterschiedliche Projekte, die zudem auch noch, wo die Regisseure mehr Freiheit haben, beispielsweise Taika Waititi hat einen Taika Waititi-Film gemacht. Der hat nicht Thor als Thor-Film gemacht, sondern Thor als einen Taika Waititi-Thor-Film. Die Handschrift des Regisseurs ist ganz, ganz groß und das gefällt manchen oder eben nicht. Das ist einfach der Punkt. Wenn du früher Marvel-Fan warst und einfach der Fan davon warst, dass jeder Film essentiell irgendwie ähnlich oder gleich war, du hast den Protagonisten und eben einen Gegenspieler, der die gleichen Kräfte und eine ähnliche Story hat, aber moralisch in eine andere Richtung geht, und du hast ein großes CGI-Fight am Ende, du hast einen Low-Point in der Mitte, wo du denkst, ah, jetzt ist alles vorbei und dann rappelt der Held sich aber wieder auf und siegt dann doch noch. Das ist essentiell in den ersten Phasen immer die gleiche Version gewesen. Jeder Film war gleich. Zudem kam noch hinzu, also nicht wirklich gleich natürlich, aber es kam noch hinzu, dass die Figuren alles Actionfiguren waren, also Actionhelden. Iron Man ist ein Actionheld, ja, der ist auf Explosionen, auf Technik, auf die Fresse hauen ausgelegt. Captain Americas einzige Kraft ist, dass er sehr stark ist. Seine ganze Storyline ist natürlich hinter dieser Spionagesache in zum Beispiel Winter Soldier, was essentiell ein Spy-Thriller ist. Trotzdem ist seine Geschichte, dass er Leute sehr stark hauen kann. Er ist ein Actionheld. Thor, selbes Ding. Er hat eine emotionale Backstory, seine Familie, es ist alles ein bisschen Sci-Fi, es ist alles ein bisschen mystisch, aber essentiell ist er ein Actionheld. Jetzt haben wir teilweise ganz andere, verschiedene Genres. Auch wenn natürlich die Action immer noch im Fokus steht, haben wir mit Eternals einen sehr ruhigen, langsamen Film, der sehr viel historische Elemente mit eingebaut hat, aber dann einen Konflikt zwischen eben einer Familie, die sich aufsprengt und verschiedene Richtungen geht, zeigt. Und es nicht so dieses Ding ist, dass ein Held und ein Gegenheld ist,
sondern dass es ein Ensemble ist und einer, der sie alle betrügt in einem großen Twist. Spoiler übrigens. Dann haben wir sowas wie Doctor Strange, der von vornherein Wanda als seine Gegenspielerin hat, die aber viel, viel, viel übermächtiger ist als er. Es ist nicht dieses so, sie haben die gleiche Idee, sondern er, Strange, rettet eben America Chavez vor allem, aber eben versucht auch das Multiversum zu retten vor Wanda, die aber fast unstoppbar ist. Natürlich haben wir die gleichen Elemente. Der parallele Strange hat genauso das Dreamwalking gemacht wie Wanda und so weiter und so fort. Du hast immer noch diese Marvel-typischen Elemente, aber zum Beispiel Multiverse of Madness ist ein ganz klarer Sam Raimi-horrorartiger Film, der ganz klar die Handschrift von Sam Raimi trägt. Eternals trägt ganz klar die Handschrift von Chloe Zhao, die das gemacht hat. Und Thor: Love and Thunder beispielsweise trägt ganz klar die Handschrift von Taika Waititi. Eine Ausnahme, die wir zum Beispiel mittendrin haben, ist Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home ist ein sehr, sehr klassischer, einfacher Spider-Man-Film. Du hast die Abläufe, du hast keine großen Twists, du hast keine großen Überraschungen, gerade nicht nach den Trailern mehr. Das wäre natürlich noch schön gewesen, wenn man nicht die ganzen Leaks gehabt hätte. Dann wären ein paar Überraschungen drin gewesen, aber essentiell ist der Film eine ganz klare Struktur. Der ist als Film selbst ist ein super Popcorn-Kinofilm. Aber hat er eben den ganzen Fanservice, die ganzen Connections drin, so wie in Phase 1. Deswegen funktioniert der von den Filmen aus Phase 4 eben auch am besten, weil er genau das macht, was die Filme vorher gemacht haben, gerade zum Ende hin. Immer mehr Referenzen, immer mehr eingebaute Sachen aus anderen Teilen. Infinity War und Endgame war zum Beispiel auch hauptsächlich so erfolgreich, weil eben hier ein Ensemble erstellt wurde aus Dutzenden von anderen Filmen. Worauf ich hinaus will, ist, dass die Phase 4 jetzt vielleicht so wirkt, als ob sie keine richtige Struktur hätte, sie aber dennoch nur eine Phase ist. Und wenn man sie vergleicht mit der Phase 1 und mal außer Acht lässt, dass Phase 1 aus irgendwie 5 Filmen bestand und das hier jetzt schon irgendwie 1000 Stunden sind gefüllt, ist es eigentlich gar nicht so wild, dass wir noch nicht diese große Connection haben, wenn das überhaupt stimmt. Denn jetzt kommt ja die San Diego Comic-Con. Heute startet die und wir werden morgen Nacht die großen Enthüllungen sehen. Wir werden die großen neuen Ankündigungen sehen, die ab 2023, 2024, 2025 in die Kinos kommen. Und ich wette mit euch, dass ein X-Men-Film, der Fantastic Four-Film wird genauer beleuchtet und es wird auch ein großes anderes Crossover-Event geben, was sehr wahrscheinlich entweder unter Avengers oder Illuminati oder sonst was stehen wird. Unterm Strich kann ich also sagen, vielleicht wirkt es auf viele Leute, auch auf mich teilweise so, als ob diese Phase 4 jetzt weniger gut ist als die Phasen davor. Das liegt aber unter anderem auch daran, dass die ganzen Projekte, die jetzt hier sind, einerseits sehr stark in ihre eigenen Richtungen gehen. Miss Marvel ist eine ganz, ganz klare Coming-of-Age-Story, die sich um die kulturellen Hintergründe von Pakistan auch dreht, aber eben auch eben diesen Konflikt von Miss Marvel mit aufgreift, dass sie eben Pakistani ist und eine Heldin sein will und so weiter und so fort und das schwierig ist in dem großen ganzen Bild, ähnlich wie in den Comics. Es ist vielleicht ein ähnlicher Struggle wie bei Spider-Man ist es aber nochmal eine ganze Nummer tiefer und simpler, weil er einfach ein weißer Junge ist und so, da ist diese ganze Kulturnummer nicht so stark mit drin, obwohl Spider-Man jüdische Abstammung ist, aber das wird nie sonderlich stark eben thematisiert, bei Miss Marvel ist das deutlich größer, die kulturelle und religiöse Verbindung mit dem Ganzen. Und wie gesagt, Thor: Love and Thunder ist eine klare Comedy, das wäre in Phase 1 nicht der Fall gewesen. Multiverse of Madness ist ein Horrorfilm, der auch zweimal umgeschrieben wurde, wo der Regisseur gewechselt hat, wo vielleicht auch die Richtung dann nicht mehr so ganz 100% gestimmt hat. Eternals ist eben ein Film von dieser Regisseurin, die ihre eigene Handschrift damit eingebaut hat. Das sind alles Projekte, und dasselbe gilt auch für Moon Knight und die anderen Serien. Loki hat eine ganz eigene Handschrift, WandaVision hat eine ganz eigene Handschrift. Solche Dinge, solche Experimente, sagen wir mal, eben in verschiedene Richtungen, verschiedene Genres, hätte es in den vorigen Phasen nicht gegeben. Es ist ein Fluch und ein Segen. Einerseits haben wir jetzt viel mehr Diversität, viel mehr Abwechslung, viel mehr verschiedene Richtungen. Es ist technisch gesehen mehr für jeden dabei, aber früher war alles für die Masse eher gemacht. Was essentiell bedeutet, bis Endgame kannst du jeder Person jeden Film zeigen und jeder wird irgendwas an den Filmen finden, was sie mögen, mehr oder weniger. Da ist vielleicht jetzt Ant-Man and the Wasp vielleicht nicht bei allen 100% mit drin, aber auch Ant-Man and the Wasp, obwohl es ein sehr witziger Film ist, ist nicht so eine Comedy wie beispielsweise Taika Waititi's Thor: Love and Thunder. Ab Phase 4, gerade mit der Menge an Projekten, und wir kriegen noch die Animationsserie I Am Groot, die wo alle Folgen auf einmal rauskommen, das heißt, ihr könnt schon mal vergessen, dass ich dazu Recaps mache, weil das schaffe ich nicht, dass es noch aktuell ist. 10 oder 6 Folgen
Folgen alle am selben Tag zu reviewen. Aber wir kriegen auch She-Hulk, was eher so eine, noch nicht so ganz klar ist, was es eigentlich wirklich wird, aber definitiv nicht nur Action, sondern eben auch ein bisschen in eine andere Richtung geht. Wahrscheinlich auch keine Lawyer-Serie per se, sondern so ein Mischmasch aus verschiedenen Sachen. Wir kriegen Wakanda Forever, wo wir noch gar keine Ahnung von haben. Wir kriegen Secret Invasion, was auch wieder so eine Jason Bourne-Nummer wahrscheinlich wird. So eine Spy-Underground, aber auch Sci-Fi-Nummer. Wir haben dann The Marvels, was eben auch wieder so ein Powerfrauen-Ensemble-Ding wird, was auch in eine ganz bestimmte Richtung gehen wird. Also alle Sachen, die bisher angekündigt sind, haben ebenfalls wieder ganz bestimmte Richtungen, in die sie gehen. Und ihr könnt euch darauf einstellen, dass es einfach nicht mehr im MCU jetzt so ist, dass jedes einzelne Ding euch gefallen wird, automatisch. Dazu kommt aber auch, dass ihr nicht unbedingt jedes einzelne davon gesehen haben müsst. Das Ganze ist mit einem kleinen Sternchen, weil technisch gesehen ist es natürlich wichtig, WandaVision gesehen zu haben und Multiverse of Madness zu verstehen. Allerdings müsst ihr nicht WandaVision sehen, um Multiverse of Madness zu verstehen als ganzen Film. Der ganze Plot vom Film erschließt sich auch so, wenn du einfach weißt, ja, Wanda hat sich Kinder erdacht, die nicht echt waren. Danach funktioniert der Film. In dem Moment funktioniert der Film, wo du diese Information hast. Das ist ein halber Satz und dann kannst du den Film gucken. Das wird jetzt viel häufiger passieren. Beispielsweise Loki. Loki ist technisch gesehen im ganzen großen Konstrukt dieses MCUs bisher absolut nicht nötig gewesen. Loki hat in dem Kontext der Serie das Universum zu einem Multiversum gemacht. Ja, er hat die Sacred Timeline zum Multiversum gemacht. Dadurch, dass es aber abseits der Zeit passiert ist, ist es für das Universum, was wir kennen, für das MCU 616, was wir bisher verfolgt haben, kein großer Unterschied. Für die Leute in diesem Universum 616 gab es das Multiversum schon immer. Das wird bestätigt dadurch, dass das Multiversum in Doctor Strange schon erwähnt wird, dass schon erzählt wird, dass die Sorcerer ihre Energie und ihre Kraft überhaupt aus dem Multiversum, aus anderen Universen ziehen und dass wir auch andere Dimensionen sehen, andere Universen sehen, wie zum Beispiel die Dark Dimension. Wir sehen in Endgame eben auch die Zeitreise, wo ganz klar nochmal definiert wird, das, was wir hier sehen, sind andere Zeitlinien und Zeitlinien sind eigene Universen und eben eigene Branches, wie wir in Loki dann nochmal erklärt bekommen. Das bedeutet, nehmen wir Loki raus, gab es diese Branches und diese verschiedenen Sachen schon immer. Tun wir Loki rein, stellen wir fest, es gab die TVA, die das Ganze in einer Linie gemacht hat und das Ganze kontrolliert hat, aber dann ist etwas passiert, dass das Multiversum wieder ausgebrochen ist, obwohl es das vorher schon einmal gab, und dieser temporäre Zeitpunkt, wo es nur eine Zeitlinie gab, wieder aufgelöst wurde und es wieder das Multiversum gibt, von dem die ganze Zeit gesprochen wurde. Das heißt, essentiell kannst du die Serie rausnehmen und reinsetzen und es passiert nichts, es ändert sich nichts für das große Ganze zum jetzigen Zeitpunkt. Quantumania und Loki Staffel 2 könnten das nochmal verändern und potenziell ein zukünftiges Projekt. Und da komme ich nämlich jetzt zu, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. So könnten Elemente von Agents of S.H.I.E.L.D., nicht die Inhumans, das habe ich auch schon im Video erklärt, ich glaube nicht, dass die Inhumans aus Agents of S.H.I.E.L.D. in dieses Universum kommen. Das werden alles Mutanten sein, die hier mit Mutationen und Kräften rumlaufen, so wie Kamala, die jetzt eben der erste offizielle Mutant ist. Aber über diese Incursions, die in Doctor Strange in the Multiverse of Madness angesprochen werden und die offensichtlich auch passiert sind, können wir auf die Richtung gehen, eine Secret Wars Storyline zu haben. Secret Wars ist eine Storyline, in der mehrere Welten zusammengequetscht werden, in anderen. Es gibt mehrere Versionen davon, mehrere Iterationen davon. Es können verschiedene Universen sein, es können verschiedene Welten, Planeten sein. Das ist ein bisschen mal so, aber unterm Strich wurden hier auch in den Comics Charaktere in ein Universum gerissen, wie zum Beispiel Miles Morales, die eigentlich da drin nichts zu suchen hatten. Eine Incursion, wie sie beschrieben wird in Multiverse of Madness, dass zwei Universen kollidieren und entweder beide ausgelöscht werden oder eins ausgelöscht wird, das ist tatsächlich das, was in Miles Morales Universum passiert ist und wie er dann im Haupt 616 Comic Universum gelandet ist, was nicht das MCU 616 ist. Das MCU heißt extra MCU 616, Marvel Cinematic Universe 616. Das heißt, es ist das cinematische Universum und dann gibt es das Comic-Universum und das ist nicht dasselbe Multiversum, sondern es sind zwei verschiedene Multiversen. Das Comic-Multiversum und das Film-Multiversum. Aber aus diesem Film-Multiversum, und wie wir jetzt schon wissen, ist auf jeden Fall Daredevil irgendwie damit involviert und dadurch ist definitiv auch Jessica Jones mit involviert, weil die ja auch schon bestätigt ist als Charakter, die zurückkommt. Und wahrscheinlich auch Luke Cage und hoffentlich nicht Iron Fist. Und hoffentlich Punisher. Wir wissen, dass Deadpool hier noch mit auftaucht und sind wir mal ehrlich, Hugh Jackman hat auch wieder Bock, Logan zu spielen. Betrachten wir diese ganzen Charaktere und wissen, dass zum Beispiel Leute wie jetzt Ryan Reynolds hier gerne mitspielen würden und auch mitspielen werden als Deadpool, als Wade Wilson
und vielleicht nicht mal eine Variant sein wird, können wir davon ausgehen, dass das nächste große Event, was vermutlich morgen angekündigt wird, Secret Wars sein könnte, wodurch die ganzen verschiedenen Universen zusammengemuscht werden. Sie hier kämpfen darum, welches Universum überleben darf und welches nicht. Das ist vielleicht die Incursion, von der Clea am Ende von Multiverse of Madness gesprochen hat. Und diese Incursion wird dann damit beendet, dass ein verschmolzenes Universum entsteht und dadurch die X-Men, Deadpool, Daredevil und die ganzen Leute, vielleicht zwei, drei Leute aus Agents of the Shield, Quake und Coulson und Co., auch in dem Haupt-MCU 616 landen und wir dann da weiter die Geschichte erzählen und dann vielleicht nicht mehr so viel Multiversen-Kram danach machen, weil das sehr verwirrend sein könnte. Aber ja, das wäre nichts Neues. Solche Incursions gab es in den Comics schon oft. Danach gab es noch Civil Wars und was weiß ich und die Charaktere wurden alle mit eingebaut in dieses neue Universum, was eben verschmolzen wurde aus den verschiedenen. Also es wäre jetzt keine zu große Überraschung, wenn es das bald geben würde und das würde tatsächlich auch einen roten Faden durch die verschiedenen Projekte ziehen, weil eine Incursion, die wie in Multiverse of Madness erklärt wird, wie das funktioniert, die wird auch angedroht in Sachen wie Loki, wo es eben heißt, dass die verschiedenen Universen miteinander kreuzen und das Probleme geben kann. Die werden auch angedeutet eben mit der Existenz von mehreren Varianten in einem Universum, schon in Endgame. Und dann hätten wir eben Mutanten, wie jetzt zum Beispiel Kamala Khan. Wir hätten die Geschichte mit den Skrulls mit drin. Wir können die Fantastic Four hier mit einbauen, weil die in den Comics ein großer Part davon sind. Die Fantastic Four waren der erste wirkliche Gegner von Kang the Conqueror, als er noch der Pharao war und so weiter und so fort. Also dadurch könnten wir ein riesiges Netz bilden, was einfach bisher noch nicht so gesponnen wurde, weil die Post-Credit-Scenes in dieser Phase, im Gegensatz zu den ersten Phasen, sich nicht jetzt schon auf das große Event hundertprozentig eingeschossen hatten. Zumindest nicht nach dem, was wir wissen. Zum Beispiel Spider-Man könnte man jetzt auch so ein bisschen damit hinziehen, ne? Die Sache mit Venom ist ja auch noch offen und Morbius, was auch immer da noch passieren wird. Aber ja, unterm Strich ist die Möglichkeit, dass das im Endeffekt dann doch alles zusammengehört und im Endeffekt jetzt doch alles viel, viel mehr Sinn ergibt, wenn dann eben dieser große Film am Horizont angekündigt ist, da. Und dann sind wir auch wieder bei dem Punkt, wo das MCU sehr stark wieder verknüpft ist, diese Phase 4 sehr stark wieder verknüpft ist, aber immer noch eben aus sehr, sehr unterschiedlichen Projekten besteht, die vielleicht nicht für jeden etwas sind. Wo man sich dann vielleicht auch einfach damit abfinden muss, zu sagen, ich habe jetzt die ersten zwei Folgen geguckt, es gefällt mir nicht, ich lese mir dann am Ende durch, was passiert ist und gucke dann die nächste Serie oder den nächsten Film, der mir besser gefällt. Es ist vielleicht dadurch auch nicht mehr so stark miteinander verknüpft, weil man nicht mehr alles gucken muss. Aber unterm Strich gesagt, das MCU bietet dadurch mehr Diversität und dadurch auch mehr Möglichkeit für mehr Leute hier hineinzufinden und auch verschiedene andere Kulturen weltweit, die mehr hier repräsentiert werden, die dann mehr was da finden. Wir haben es jetzt mit Ägypten gehabt, wir haben es jetzt mit Pakistan. Uns läuft jetzt Südamerika bald auch noch mit Namor entgegen. Also ich glaube, essentiell ist es sehr, sehr ein sehr schönes Projekt zu sagen, wir wollen nicht 20 Mal denselben Film und dieselbe Serie machen, sondern wir wollen ein bisschen mehr das aufspreizen, auch mit dem Risiko, dass nicht mehr alle Leute alles mögen. Unterm Strich bin ich tatsächlich ziemlich zufrieden damit, weil ich mag Abwechslung und ich glaube, wenn wir jetzt nochmal 10 Jahre immer wieder den gleichen Actionfilm präsentiert bekommen, nur in leicht anderen Settings, wäre dann irgendwann auch einfach die Lust so ein bisschen raus.